faszinierend. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Okay, Freak. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid, okay? Vielleicht war es richtig so. Ja, Mann. Endlich versteht er sich mit Hank besser. Darauf wollte ich hinaus. Awesome. 9. November. 12.04 Uhr. Aufstand der Androiden, Detroit, der Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Weltbevölkerung erst 10 Milliarden, erreicht 10 Milliarden US-Lebenserwartung, jetzt bei 91 Jahren. Durchschnitt, wohl bemerkt, ne? Mehrere Viertel Detroits wurden letzte Nacht brutal verwüstet, Cyberlife-Geschäfte wurden geplündert und dort vorrätige Androiden gestohlen. Doch das war keine alltägliche Kriminalität, die Eindringlinge sollen Androiden gewesen sein. Zwar hat die Polizei noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, doch zugespielte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen Androiden, die aus der Kanalisation kommen und Schaufenster einschlagen. Der schlimmste Vorfall ereignete sich im Capitol Park, wo die Polizei von gewaltbereiten Androiden konfrontiert wurde. Die Officer mussten schließlich das Feuer auf die Androiden eröffnen, die vermutlich einen Fehler in ihrem Verhaltensalgorithmus haben. Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, sagte: Ich wurde persönlich vom Anführer angegriffen. Er bedrohte mich mit einem Messer. Ich hatte solche Angst. Das stimmt doch gar nicht. Lügenmaul. Natürlich sind diese Anschuldigungen bisher unbestätigt, aber wir haben keinen Grund, einem menschlichen Zeugen nicht zu glauben, wenn es um das Verhalten einer defekten Maschine geht. Einige ziehen bereits eine Verbindung zum kürzlichen Angriff auf den Stratford Tower in Detroit, der ebenfalls von Androiden verübt wurde. Dies könnte der Anfang eines verstörenden Musters sein. Östlicher Wettlauf ins Weltall. Russische und chinesische Androiden konkurrieren. VR-MMORPG erreicht 1 Milliarde Spieler. Well, well. Nur zwei Länder verfügen über eine den USA ebenbürtige Androidenindustrie. Russland und China. Sie befinden sich in einem erbitterten Wettstreit um die Position der einflussreichsten Wirtschaft im asiatischen Raum, der die westliche Hemisphäre rasant überholen zu droht. Cyberlife, fast menschliches Designmodell für Androiden, ist auf die amerikanische Dienstleistungsgesellschaft ausgelegt. Russland und China haben ebenfalls Androiden entwickelt, die ihre Volkswirtschaften repräsentieren. Nachdem die Nachbildung des blauen Blutes gescheitert ist, verlassen sich russische Androidenhersteller auf traditionellere Konstruktionsmethoden. Die resultierenden Maschinen sind weniger menschlich, jedoch leistungsfähig. Unter kalten und unwirtlichen Bedingungen. Chinas Androiden nutzen eine alternative blaue Flüssigkeit, die weniger Energie generiert, aber effizienter ist. Die Folge sind Androiden, die in Chinas ländlichen Gebieten monatelang ohne Wartung oder Aufladung operieren können. Wer gewinnt den neuen Wettlauf ins All? Wenn alle in unterschiedliche Richtungen gehen, ist das noch nicht abzusehen.
Ich gehe garantiert jetzt nicht zum Rand. Or do I? Ah. Ist das jetzt hier so seine Wohnung, oder was? Menschliche Verhaltensweisen, ne? And he's done. Okay. Gefragt, wo du bist. Hier. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Mir auch. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Wirklich? Du wirkst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Zu Recht. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Wenn sie nicht zuhören, kämpfen wir. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Fucking awesome. Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Toll. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ah. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war.
North. Ha. Okay, das erklärt einiges. So, was haben wir jetzt vor? Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Wandle weitere Androiden rum. Rum. Um, natürlich. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Ja, wo sind sie denn alle? Ich sehe nur einen. Da. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Hallo. Du bist frei. Okay. Thanks. Gibt's hier noch mehr Androiden? Null Androiden in den Rängen, okay. Da ist noch eine, haha. Break the rules. Sehr aussagekräftig hier. Komm mit uns. Vielleicht geht es darum. Zeichne das alles auf. Ich meine, Sie können. Los, eine neue umgewandelt. Da ist noch eine. Hallo. Digi Groceries. Du bist jetzt wach. You know? Ah. Blockiere die Straße. Da ist einer. Den holen wir uns auch noch. Ha, na endlich. Ich warte hier schon 10 Minuten. Mach das. 10 Minuten, so lang. Du bist jetzt frei. Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Ich muss die Straße blockieren. Okay, damit ist die Straße blockiert. Sauber. Da ist noch einer. Zwei sogar. Die nehmen wir auch noch mit. Es geht. Joink. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Haha. Welche Fehlermeldung war jetzt drin? Aber wir müssen doch noch mehr Androiden sein. Nein? Kanaldeckel öffnen. Das habe ich aber eigentlich rausgenommen. Guck mal da. Du bist jetzt frei. Ah, jetzt brauchst du ihn nicht mal mehr zu berühren. Interessant. Marschiere.